Sie würden bestreiten, dass Sie Ressentiments schüren? Ja, immer. Ich meine, Sie bestreiten auch den Klimawandel, den menschengemachten, aber das ist stark. Ich bestreite nicht den Klimawandel, sondern ich frage mich, wie viel Anteil der wir Menschheit, daran hab ich schon haben. Verstanden. Wir werden euch jagen. Tja, das ist politisch gemeint, aber kann man nichts von zurücknehmen. Weil Ihre Entscheidung, 1 Million Menschen in dieses Land zu lassen und dazu weder den Bundestag zu fragen, noch das deutsche Volk. Die Politik ist ein knallhartes und vor allem ein schnelllebiges Geschäft, bei dem Köpfe rollen und Politiker regelmäßig verbal zusammengeschlagen werden. Da bekommt man doch recht häufig den Eindruck, dass Talkshows die Gladiatorenkämpfe in alten Rom abgelöst haben. Nur, dass am Ende niemand stirbt. Aber was so besonders an diesen Sendungen ist, sind die Überraschungen, wie in dieser, die ich Ihnen jetzt präsentieren werde. Denn bei meiner Suche, mehr über den alten Hasen Gauland zu erfahren, bin ich auf eine Stelle gestoßen, wo Lanz den Vater der AfD in die Ecke trieb und dabei plötzlich Informationen ans Licht kamen, die alle meine Zuschauer wissen sollten. Die Geburtsstunde der AfD. Doch bevor wir uns das anschauen, steigen wir erstmal in eine kämpferische Szene ein, bei der Lanz versucht, Gauland eine unsagbare Rhetorik gegenüber der ehemaligen Kanzlerin zu unterstellen, aber sich dabei eine blutige Nase holt. Los geht's. Soll man jemandem nachweisen, dass es vielleicht doch anders gemeint hat? Aber was ich meine, ist doch diese Rhetorik, es geht immer darum zu zündeln. Warum zum Beispiel nennen Sie jemanden wie Angela Merkel regelmäßig eine Diktatorin? Von regelmäßig nicht, kann man nicht reden. Ich aber habe Sie tun es. Aber, in einem, aber warum überhaupt? In einer Wahlkampf, weil Frau Merkel mit dieser Flüchtlingspolitik in diesem Land sozusagen Entscheidungen getroffen hat, den Bundestag nicht gefragt hat und die Menschen auch nicht gefragt aber hat. Aber Diktatoren kann man abwählen, Frau Merkel, nicht abwählen, so. Frau Merkel schon. Ja, aber ich habe sie in einer Wahlkampfrede gebraucht, weil ihre Entscheidung, 1 Million Menschen in dieses Land zu lassen und dazu weder den Bundestag zu fragen, noch das deutsche Volk, ich für diktatorisch gehalten habe. Also habe ich es in diesem Zusammenhang benutzt, später nicht mehr. Und haben Sie sich dann entschuldigt wieder? Oder? Ich habe mich nicht entschuldigt. Sie nehmen das auch nicht zurück? Warum sollte ich das zurücknehmen? Denn die Entscheidung ist immer noch so. Sie hat diese Menschen ins Land gelassen und sie hat niemanden von uns gefragt. Warum und Sie soll ich nennen das Sie deswegen eine Diktatorin? Ja, in einer Wahlkampfrede für diese Entscheidung Sie sind historisch so beschlagen. Sie haben sehr kluge Bücher geschrieben, auch über englische Geschichte und so weiter. Und Sie wissen doch ganz genau, was die Verrohung der Sprache und das Zündeln genau an dieser Ecke, was das auslösen kann. Also wenn jemand das weiß, dann Sie. Warum tun Sie das? Herr Lanz, ich habe es Ihnen gerade erklärt, Entschuldigung. Ich habe Ihnen gerade deutlich gesagt, dass ich dieses Verhalten von Frau Merkel für diktatorisch halte. Es gibt bis heute keine Grundsatzdebatte im Bundestag, ob wir diese Menschen aufnehmen wollten oder nicht. Und das habe ich als diktatorisch bezeichnet. Herr Lanz ist wirklich geschickt, oder? Der Mann hat eine brandgefährliche Zunge, dass jeder Verbrecher in Deutschland nur froh sein kann, dass Markus kein Staatsanwalt geworden ist. Denn bevor Lanz angreift, formuliert er immer im Hinterhalt den Vorsatz. Und hier war doch wieder das beste Beispiel dafür, oder? Sie sind doch ein Historiker. Sie haben doch mehrere schlaue Bücher geschrieben. Das Kompliment. Und Sie wissen doch genau, was die Verrohung der Sprache bewirkt. Warum machen Sie das? Eine typische Lanz-Kombination. Sofort wird man rhetorisch an die Wand gedrückt und jeder Greenhorn würde unter Schnappatmung versuchen, verzweifelt zu fliehen. Aber nicht mit Gauland. Er blieb seelenruhig bei seinen Argumenten und ließ sich nicht davon wegführen. Doch nun eskaliert das Gespräch natürlich weiter und wir kommen dem Punkt näher, wo sich der schlimmste Fehler, den die CDU jemals gemacht hat, manifestiert. Die Geburt der AfD. Vorher, meine lieben Zuschauer, möchte ich jedoch eines sagen. Bei all dem Stress, den wir momentan ausgeliefert sind, bei all dem Gefühl der Ohnmacht, kann ich Ihnen garantieren, es werden wieder bessere Zeiten kommen. Darauf können Sie sich verlassen und dafür lohnt es sich, gesund zu sein, damit die Deutschen bis dahin nicht zur Minderheit werden. Deshalb eine Buchempfehlung, was ich derzeit selbst lese und anwende und mir schon enorme Verbesserungen gebracht hat. Hier ist der Titel, ich lese ihn mal vor. Anthony William, Heile dich selbst. Eine der besten Investitionen, die Sie machen können. Doch kommen wir wieder zurück zum Wesentlichen, denn Lanz glaubt, Gauland in eine Falle locken zu können. Aber der rhetorische Mike Tyson scheint eines nicht zu verstehen. Gauland muss sich nicht rausreden. Gauland braucht doch nicht zu lügen. Denn was er sagt, hat Hand und Fuß. Abonnieren nicht vergessen. Weiter geht's. Und da haben die Menschen plötzlich Sorge, hier kommen Fremde zu uns.
die eben hier bleiben wollen, aus wirtschaftlichen Gründen, die nicht nur, und da hätte ja keiner was dagegen, politisch verfolgt sind, sondern die hier auf Dauer leben wollen. Und da sagen viele Menschen im Osten, mehr als im Westen, nein, so haben wir nicht gewettet. Wir wollen nicht das, was wir uns jetzt mühselig erarbeitet haben, verlieren. Und da ist natürlich viel Gefühl dabei. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob das alles im Einzelnen richtig ist. Ich wollte gerade sagen, ist das viel Gefühl dabei, ja, sagen Sie? Sagen Sie, die Fakten geben das praktisch gar nicht her. Das kann, das kann man nicht sagen. Denn es ist schon so, dass die Menschen drüben das Gefühl haben, also im Osten das Gefühl haben, dass sie Menschen zweiter Klasse sind. Das geht. Das ist aber zum Thema Migration. 4,4%. Ja, das ist ja nicht der entscheidende Punkt. Ja, das geht mit der Rente los. Das geht mit den Löhnen los. Darüber reden wir gleich, Herr Gauland. Aber ganz kurz zum Thema Migration. 4,4%. Das ist ja keine Zahl, die besonders erschreckend ist. Das ist aber nicht das Problem. Was ist das Problem? Ja, es ist nicht die Frage, ob derjenige, den man für als Bedrohung oder Gefahr ansieht, nun der Nachbar ist, sondern nehmen Sie ein ganz anderes Beispiel. Nehmen Sie den Brexit. Dass die Briten für den Brexit gestimmt haben, hatte mit den Bildern zu tun, wie die Flüchtlinge über die Balkanroute nach Europa kommen. Ja. Und genau diese Bilder haben die Angst der Menschen im Osten wieder ganz stark werden lassen. Löst aber noch mal zurück zu diesen 4,4%. Das ist doch ein Faktum, mit dem muss man doch arbeiten. Sie sagen, dieses Faktum ist nicht wichtig. Es geht nicht um Zahlen, die das in irgendeiner Form hergibt. 4,4% ist nichts, von dem ich sagen würde, das ist eine unmittelbare dramatische Geschichte, da bedroht uns etwas, das kriegen wir nicht in den Griff. Das kann man so nicht sagen, Herr Lanz. Das kann man deswegen nicht sagen. Es geht ums Gefühl. Weil dieses Gefühl etwas sehr viel Stärkeres ist und man natürlich in einigen Großstädten im Westen über das Fernsehen sieht, wie sich diese Großstädte verändern und viele Menschen im Osten und Dresden sagen, nee, das wollen wir nicht. Und ist es, würden Sie sagen, so, dass Sie dieses Gefühl auch schüren? Nein, wir geben dem Gefühl Ausdruck. Es ist immer so, dass gesellschaftliche Probleme sich einen Ausdruck suchen. Und so wie wir gegründet worden sind, weil wir diese Griechenlandrettung für völlig verfehlt halten, so haben wir in dieser Flüchtlingspolitik gesagt, nein, Frau Merkel, wir wollen das nicht schaffen und wir wollen diese Art von Willkommenskultur nicht. Und dafür werden wir im Osten gewählt, weil die Menschen das Gefühl haben, ja, die sagen etwas Richtiges. Rückblickend kann wohl gesagt werden, dass in nur 4 Jahren und 6 Monaten der Anteil nicht-deutscher Staatsangehörigkeiten im Osten von 4,4% auf 11,4% angewachsen ist. Satte 7%. Und man sollte dann auch nicht vergessen, dass die Zugewanderten natürlich ihre Familien und ihre Freunde ermutigen, auch zu kommen. Und das sind erhebliche Multiplikatoren. Das würde nämlich bedeuten, dass im Jahr 2044 der Ausländeranteil im Osten bei 42,4% liegt. Und da kann man es wohl nachvollziehen, dass wenn die Einheimischen beunruhigt über die Entwicklung sind, oder? Und wenn man ehrlich ist, sind die Zahlen einfach nur erschreckend. Und in einer Demokratie, wo das Volk das Souverän ist, da wäre man doch gerne mal gefragt worden. Ich meine, sind das nicht die Errungenschaften unserer westlichen Gesellschaft? Was sagt ihr dazu? Tobt euch mal in den Kommentaren aus. Doch kommen wir nun zur vorletzten Szene, in der Herr Lanz wieder geschickt versucht, Gauland als radikalisiert darzustellen. Und danach verspreche ich Ihnen, schauen wir uns gemeinsam die Geburtsstunde der AfD an. Und so viel verrate ich Ihnen jetzt schon. Gauland wurde an diesem Abend von der CDU sehr schlecht behandelt. Weiter geht's. Herr Gauland, Sie haben 1993, ich würde gerne noch mal kurz auf diese, auch die Sprache kommen, auf die Grenze des Sagbaren, die da immer weiter verschoben wird. 1993 haben Sie sich in einem Artikel für ein liberales, tolerantes, für eine liberale, tolerante Einwanderungspolitik ausgesprochen. Was ist danach passiert? Ich kenne den Artikel jetzt nicht, aber ich glaube Ihnen das. Sie haben das geschrieben. Ja, das mag schon sein. Aber wir haben natürlich inzwischen eine völlig veränderte Welt. Das heißt, was wir 1993 hatten, war eben nicht eine Massenimmigration aus Afrika. Und genau das ist eine völlig andere, veränderte Welt. Sie sagen ja auch, die Globalisierung hat die Welt verändert. Und insofern müssen wir heute mit zu anderen Methoden und Mitteln greifen.
greifen. Das heißt, es ist nicht mehr möglich, alle Menschen hier aufzunehmen, wie das die Kirchen und die Grünen gern wollen. Aber trotzdem ist ein fundamentaler, radikaler Richtungswechsel. Es ist ein Richtungswechsel? Ein kompletter. Wissen Sie, was Sie damals noch geschrieben haben? Ich habe einen interessanten Satz für Sie gefunden. Haben Sie geschrieben, Sie haben begründet, warum die CDU nicht mit den Republikanern koalieren sollte. Das glaube ich auch immer noch, ja. Und Sie haben gesagt, Ressentiment ist kein Programm. Ja, das ist ja auch richtig. Aber wir vertreten kein Ressentiment, sondern doch, wir vertreten Programm. Nein, Herr Lanz, das hat mit Ressentiment Sie, nichts Sie zu tun. Sie arbeiten mit Ressentiments, natürlich. Nein, überhaupt nicht. Kopftuchmädchen, Messermänner. Die Zuspitzung die Diktatorin, im politischen Kampf. Merkel ist eine Diktatorin und so, Diktatorin die Zuspitzung und so im politischen das ist Kampf. Ressentiment. Nein, das ist kein Ressentiment. Das ist eine Zuspitzung im politischen Kampf. Sie können in einzelnen Dingen sagen, würden Sie nicht machen oder sollte man nicht machen. Kann man vertreten, aber es ist kein Ressentiment. Sie würden bestreiten, dass Sie Ressentiments schüren? Ja, immer. Ich meine, Sie bestreiten auch den Klimawandel, den menschengemachten, aber das ist stark. Ich bestreite nicht den Klimawandel, sondern ich frage mich, wie viel Anteil der wir Mensch, daran haben. Habe ich schon verstanden. Will da fair sein. Aber nochmal, Sie haben damals geschrieben und sagten, Ressentiment ist kein Programm. Sie haben es auch begründet, Sie haben gesagt, das ist destruktiv. Und das verändert den Charakter einer Partei. Sie haben auch gesagt, das verändert den Charakter einer Politik, das verändert auch die Seele der CDU. Ja, Davon haben Sie gesprochen. Ja, das ist ja alles richtig, Herr Lanz. Aber genau das schicken Sie sich an, wieder zu tun. Nein, es ist überhaupt nicht richtig, sondern wir haben eine andere Herausforderung, die es damals in der Form nicht gab. Und ich habe von einer anderen Bundesrepublik, die gerade die Wiedervereinigung hinter sich hat, wenn ich das so geschrieben habe, geredet. Wir haben ab nach 2015 eine Wasserscheide gehabt. Und wir haben eine Einwanderungspolitik oder beziehungsweise wir haben eine Massenimmigration gehabt, die jetzt durch den Migrationspakt noch verstärkt wird, die eine völlig andere Lage darstellt. Und deswegen muss man auch völlig andere Antworten geben. Wenn der Tag mal kommen sollte, an dem Jack Revial bei Markus Lanz sitzt, dann werde ich es technisch genau wie Gauland machen. Ich lasse mich nicht von meinen Argumenten wegführen und bleib sicher in meinen Aussagen, sonst wird man von Markus Lanz weggespült wie bei einem Tsunami. Doch kommen wir nun, Trommelwirbel, zum versprochenen Finale. Die Geburtsstunde der AfD. Los geht's. Wir drehen uns doch gerade im Kreis und das ist auch argumentativ, ehrlich gesagt, nicht überzeugend. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, was ist Ihr Antrieb? Hat das zu tun mit einem Treffen 2012? Im Adenauerhaus, Sie waren Teil des Berliner Kreises, waren damals noch in der CDU. Ach so. Und haben, das hat damit nichts zu tun. Hatten eine Einladung von Hermann Gröhe zu einem Abendessen. Stimmt. Und Sie sagen, das Essen war schlecht, das Fleisch war lausig, könnten Sie sich heute noch tierisch drüber aufregen. Aber vor allen Dingen hat man Ihnen damals gesagt, Sie sollen sich ein bisschen zurückhalten. Nein, das hat man uns nicht gesagt. Sie haben gesagt, Ende der Fahnenstange. Nein, wir waren im Berliner Kreis, da gab es also eine ganze Menge CDU-Leute. Ich war da noch mit Konrad Adam, einem der Mitgründer der Partei. Und da hat Herr Gröhe etwas gemacht, was man allerdings nicht machen soll. Er hat gesagt, Sie mit Ihren Ansichten, wobei er gar nicht mich persönlich gemeint hat, sondern den Berliner Kreis. Das ist völlig überfällig, also überflüssig. Sie haben hier keine Chance mehr. Gehen Sie gefälligst in Ihre Kreisverbände. Denn wenn Sie hier anfangen zu glauben, dass Sie jetzt sozusagen institutionell abgesichert werden, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie sind im Grunde genommen jemand, also der Berliner Kreis ist politisch überflüssig. Erledigt. Politisch erledigt. Das ist ja, so richtig. Kann man sagen. So, und da sind Konrad Adam und ich runtergegangen nach dem schlechten Essen und haben gesagt, gut, das war's jetzt. Jetzt müssen wir was Neues machen. Und da rief mich Konrad Adam nach kurzer Zeit an und sagte, ach, da gibt's einen jungen Professor, den sollten wir mal kennenlernen. Herr Lucke. Das war Herr Lucke. Und der hatte eine tolle Energie, auch wenn er uns verlassen hat, ist das noch immer jemand, ohne den die Partei nicht gegründet worden wäre. Ich alleine hätte das bestimmt nicht hingebracht und Konrad Adam auch nicht. Und also haben wir gesagt, das wollen wir mal sehen. Und haben nach kurzer Zeit der CDU in der Tat beigebracht, dass sie vielleicht besser auf uns gehört hätte. Das ist immerhin ein Erfolg. Wir werden euch jagen. Tja, das ist politisch gemeint, aber kann man nichts von zurücknehmen. Tja, und jetzt verschanzt sich die CDU hinter von einer links aufgezwungenen Brandmauer
und ist kurz vor dem Kollaps. Und das, weil der gesamte Verein in der Merkel-Zeit von linken Ideologen unterlaufen wurde. Wenn das nicht mal ein schönes Abendessen war, oder? Und falls ihr das schon vorher wusstet, dann wart ihr schlauer als ich. Falls nicht, gern geschehen. Das war's mal wieder mit dem Video. Und falls ihr jetzt auf den Geschmack von Gauland gekommen seid und ihr wollt noch mehr sehen, habe ich gute Nachrichten. Einfach hier klicken und ein nächster Schlagabtausch zwischen Lanz und Gauland wird euch erwarten. Es lohnt sich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.